Ausstellung zeigt längst vergessene Werke. Seit vergangenem Freitag zeigt die neu eröffnete Galerie im Falkensteiner Schloss zeitgenössische Kunst aus der Region. Das Projekt, das unter dem Namen Falk Art steht, wurde von engagierten Bürgern und Freunden der Kunst 2013 ins Leben gerufen. Wir haben vor mit diesem Projekt Falk Art gemeinsam mit hinterbliebenen Bildern, die wir gerettet haben, eine Vision für diese Region und für unsere jungen Leute zu erarbeiten. Das ist das Hauptziel unserer Geschichte Falk Art. Die geretteten und wieder restaurierten Kunstwerke werden dann der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht, so wie die Arbeiten des ehemaligen Falkensteiner Lehrers Walter Thomas, die in den neuen Galerieräumen der Sparkasse Vogtland bis 10. Oktober zu bewundern sein werden. Nähere Informationen zum Projekt Falk Art finden Sie unter www.falkart.de.